Moin ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Heute ist Freitag bei Kreativdepot, mein Lieblingsshop. Ab 16 Uhr gibt es da die neuen Produkte und ich zeige euch vorab wieder alles, was ich so Schönes bekommen habe. Ich bin Jenny von Charlies Mama und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Moin ihr Lieben, willkommen zum Freitagsvideo. Thema heute: Das Meer ruft. Also es wird nochmal maritim. Und alles, was zu dem Thema passt, das zeige ich euch jetzt gleich als allererstes. Und zwar haben wir hier wieder ein wunderschönes Designpapier, große Segelboote, einseitig bedruckt und passt, finde ich, wieder super schön zu diesem Strandpapier, was ich hier schon verarbeitet habe. Ich denke, ihr kennt es alle. Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich finde, das passt dazu perfekt. Und das werde ich wohl mit in diesem Album auch verarbeiten. Dann das nächste Papier heißt Möwenliebe. Sind so richtig hellblau gestreifte Möwen auch. Also die Möwen sind hellblau und die hellblau gestreiften Dinger sind der Hintergrund. So wollte ich es eigentlich ausdrücken. Naja, ihr seht ja, was ich meine. Und was ich auch richtig cool finde, sind die Strandhäuschen. Mein Strandhäuschen, denn ich liebe diese Farben. Es ist ein richtig schönes Türkis, Grün, Blau, kombiniert alles. Sehr, sehr süß. Mag ich sehr gerne leiden, das Papier. Dann gibt es ein Stempelset zum Thema Meer. Es heißt Meer geht immer, wieder von Sandra. Papier und Passion. Ihr habt hier den Spruch Kopf aus, Meer an. Meer geht immer, den Ankerplatz, das Meer ruft, Punkt, Punkt, Punkt. Strandglück finde ich sehr schön vom Schriftzug her. Noch eine Möwe mit dabei. Und hier das Ahoi finde ich auch sehr schön irgendwie. So schwungvoll, doch ist cool. Und dann habt ihr hier ein Segelboot, die Paddel, einen Anker und einen Rettungsring. Nochmal so als kleine Zeichen, die man irgendwie so auf Fähnchen, Anhänger und so mit drauf backen kann. Dann gibt es neue Stanzen von Annika Flebbe. Und da habe ich auch nochmal die Stempelsets rausgeholt von Annika Flebbe, weil ich finde, das passt alles super gut zusammen. Die Stempelsets sind die Kalami-Muscheln und die Kalami-Muscheln 2. Das waren die beiden hier. Und jetzt gibt es Stanzen dazu. Einmal so eine riesige, also das heißt auch große Muschel. Riesig im Sinne von Outline von so 12,5 cm. Und dann hier drinnen stanzt es eben die ganzen kleinen Teile noch extra. Wir probieren das gleich mal aus. Und dann das Muschelset 2. Da sind zwei Muscheln mit Outline und diesen ganzen kleinteiligen Stanzen, die man hier noch so drauf basteln kann, mit dabei. Die sind circa 8 cm lang. Die hier ist so 6,5 cm breit. Eigentlich wieder ziemlich cool. Mal gucken, ob mir da irgendwie was Schönes zu einfällt. Dann gibt es Rub-Ons zum Thema. Finde ich sehr hübsch. Das sind die Rub-On Design Line Beach. Wieder drei Bögen enthalten. Gucken wir uns auch mal an. Ich denke, auch die werden mit in mein Fotoalbum wandern. Das ist der erste Bogen. Das ist so wirklich so wieder maritime Töne, Farben mit sehr viel Holz dazwischen. Hier genauso. Und der letzte Bogen. Beach, Beach, the Beach, Beach, Beach. Lauter Strandhäuschen, ne? Sehr schön. Dann kommen zwei neue Stencil und zwar hier einmal als Bundle gibt es einen Stencil, der heißt Im Herzen. Und wenn ihr genau hinguckt, hat der hier so eine Herzaussparung und dafür gibt es die passende Stanze, Herz für Stencil. Dann kann man das mittendrin auch nochmal komplett ausstanzen und dann, beziehungsweise, dann müsst ihr nicht das gesamte Teil, was ihr mit dem Stencil einfärben wollt, schon mal beschmattern, sondern dann habt ihr das wirklich so schön abgegrenzt hier, wenn ihr hier wie so eine Guckloch machen möchtet. Mal gucken, ob ich das auch schaffe, das Ganze zu bearbeiten. Und der zweite Stencil heißt Kleines Kästchen und hat wieder so ein grafisches Muster, so unregelmäßig breite Kästchen quergezogen. Finde
natürlich auch sehr interessant, ganz cool. Außerdem werden noch zwei Stempelsets erscheinen und die sind beide aus der Feder von Carolas Bastelstübchen. Das erste Set heißt Ticketstempel, ist so ein bisschen ja, mehr so zum Geburtstag für dich, Gutschein, gute Besserung ist dabei, einen schönen Tag, alles Liebe, wünsche dir einen schönen Tag oder ganz viel Freude. Easy Going und Happiness sind hier dabei. Ich liebe ja auch diese Striche sehr, sowas. Immer mal so ein paar kleine Details. Und ich habe mir die Ticket-Stanze auch nochmal hier hingelegt, um zu zeigen, dass das hier alles perfekt in diese Ausschnitte passt. Von den Ticket-Streifen, so heißen die Stanzen. Gutschein und zum Geburtstag, ne? Ziemlich cool. Und das zweite Set heißt Project Life und ist jetzt auch so zum Thema Layout Kits ganz nett. Also da sind so Stempel, die ihr auch mit auf euren Fotodesigns, wollte ich gerade sagen, also in Alben oder eben, wie der Name schon sagt, in solchen Project Life Geschichten ganz super nutzen könnt. Ist ein bisschen Englisch oder auch ja, viel Englisch. Hier habt ihr so ein Hahaha, das ist also ganz so ein bisschen als lustig dargestellt wird und ein Smile und ein Ah, sowas, das halt das Foto so ausdrücken soll oder ein Ups oder ein Oo oder ein Blablabla. Sind so ein paar, ja, ich würde sagen Fotostempel. Und ich glaube, das war's für diesen Freitag. Ich werde jetzt erstmal noch hier meinen letzten Block verarbeiten. Habe ich hier noch so ein Reststück liegen, was ich nicht geschafft habe. Ich glaube, da nehme ich gleich das Möwenpapier für, ganz ein bisschen maritim. Und dann gucken wir mal, dass ich die Stencil und was wollte ich noch unbedingt mal ausprobieren. Ich glaube, die Rub-Ons auf alle Fälle. Ach so, und das Muschel, die Muschelgeschichten. Ja, da werde ich mich jetzt mal mit beschäftigen. Also viel Spaß beim Watch Me Craft, ihr Lieben. So, ihr Süßen, diesen Freitag gibt es wohl keine große Inspiration von mir. Mein Bastelplatz sieht noch richtig schlimm aus. Ich habe es nicht mal geschafft, hier aufzuräumen. Ich habe, ja, ich wollte gerade sagen, gar nichts gemacht für Freitag. Ich habe es einmal nicht geschafft. Aber ich habe die Woche ja auch Mittwoch Spezialschmiede bebastelt. Das liegt hier alles noch rum. Ich muss hier erstmal Ordnung schaffen, um hier überhaupt wieder vorwärts zu kommen. Mein Pinsel kann ich wohl wegschmeißen. Den habe ich nicht vergessen auszuwaschen vom Buchleim. Ich war nachher alles schon wieder so spät. Aber ich denke, das kennt ihr vielleicht auch. Das ist ja nur ein Borstenpinsel. Ein Cent-Artikel. Ne, ich habe schon wieder neue. So ist nicht. Blöd gelaufen. Ja, ich ärgere mich, dass ich das nicht gleich gemacht habe. Also immer schön gleich auswaschen. Oder so wie ich. Einfach ins Bett gehen, wenn das Projekt fertig ist. Also, ich kann euch leider keine große Inspiration heute liefern. Aber ist jetzt diese Woche leider so. Ich war ja für Mittwoch speziell fleißig und heute habe ich Hochzeitstag und wir wollen gleich essen gehen. Deswegen wollte ich jetzt noch einen schönen Abschluss drehen. Ich habe nur noch den letzten Block verbastelt von letztem Freitag. Die Anleitung dazu gibt es im Freitagsvideo vor einer Woche. Ich habe hier das neue Möwenpapier verwendet und Buchleinen in, oh, lasst mich lügen, da steht ja in die Farbe hinten nicht drauf. Auch aus dem Lieblingsshop auf alle Fälle. Und hier ist das Siegel in die Windrose drauf
Und der Mix müsste der Petrolmix gewesen sein. Das sind also die Wachspastillen, die Drops. Die habe ich da genutzt und ja, stahlblaues Nylongarn drum, fertig. Was ich euch noch zeigen könnte, sind die neuen Enamel Dots, die am Mittwoch in den Shop gewandert sind. Das sind wieder diese kleinen süßen Sets. Ihr seht schon anhand meiner Größe der meiner Hand. Oder ich vergleiche das mal mit den, ach, hier liegt ja noch ein Set, mit den Häuschen Enamel Dots. Vielleicht habt ihr die ja zu Hause. Dann seht ihr ja die Größe der Sets, dieser Sets. Aber ich finde die einfach perfekt, weil hier einfach diese süßen kleinen Enamel Dots bei sind. Und die liebe ich. Die brauche ich unbedingt immer für meine Projekte, weil diese kleinen, zarten Dots machen es viel edler, finde ich. Es gibt das Set Black and White. Da habt ihr weiß, schwarz ganz außen und dann dazwischen noch vier Abstufungen von Grautönen. Also es sind alles unterschiedliche Grautöne. Finde ich schön, braucht man immer, ne? Allein hier drauf könnte ich schon wieder welche draufklatschen. Ob nur schwarz, nicht unbedingt, ist vielleicht ein bisschen hart in dem Fall, aber so grau. Dann zeige ich euch als nächstes gleich meinen Lieblingsmix. Der heißt Berry. Das sind lauter Bärentöne, wie der Name schon sagt. Oder beziehungsweise von rosa über dunkel über bärig. Auch alles 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farbtöne oder Farbabstufungen. Das hier ist ein bisschen dunkler als das, wenn die Kamera das nicht gut einfängt. Finde ich total schön. Ich liebe diese Farben sehr. Dann kommt Autumn, also ein herbstlicher Mix. Mag ich auch total gerne. Also die Kombination aus den Farben hier. Hier könnte man wirklich wieder eine Karte mit allen sechs Farbtönen irgendwie gestalten zum Thema Herbst. Sehr schön. Dieses Petrol hier ist auch ganz mein Fall. Dann gibt es eins in Transparent. Finde ich auch immer sehr edel, solche transparenten Tropfen da drauf zu kleben und vor allem die kleinen, wie gesagt. Ich finde es super. Ich liebe ja Regentropfen. Dann gibt es einen in Eukalyptus, auch eine meiner Lieblingsfarben. Kann mich nur wiederholen. Ich liebe diese Minttöne und die Petroltöne, so halt Eukalyptus-Style, ne? Sehr schön. Passen perfekt zu den Rabons. Also die Rubbelbilderchen gibt es ja auch in Eukalyptus. Ich gucke gerade, aber ich komme da so schnell nicht ran. Gibt es so Rub-ons, Eukalyptus Soft und so, dazu passen die auch perfekt, die Töne. Dann gibt es ein Set, das heißt Vintage und ich finde, das sind mal andere Farben. Finde ich auch ganz cool. Allein dieses wirklich Vintage Alt-Rosé-Rosa finde ich sehr schön. Trage ich als Klamotte ganz gerne auch. Und auch die Grüntöne finde ich sehr geil, dass die nicht so knallen. Oh, draußen ist es windig, unsere Markise knackt. Dann ein Set heißt Lavender, also jetzt nachher im Spätsommer, wenn der Lavendel anfängt zu blühen, diese lila Töne finde ich auch sehr schön. Das hier ist auch so ein ganz, ganz, ganz heller lila Ton, mehr sonst gräuliche, ne? Und auch diese türkisen Töne finde ich auch schön. Und dann gibt es einen ganz bunten, der heißt Fruits, also so richtig schön. Für Früchte für den Sommer nochmal sehr geil, finde ich, passt auch super zu dem Sommerbrise Layout Kit von den Farben her hier. Die sind richtig cool. Also wie ihr schon hört, ich bin wieder sehr begeistert von der Farbzusammenstellung, die Andrea hier getroffen hat. Also Frau Blütenstempel steht da oben drauf. Die hat offenbar die Farben zusammengebaut in den Sets. Und ich könnte mich zum Beispiel nicht entscheiden und bin sehr glücklich, dass ich sie alle habe. Kleinen Scheißerchen. So, ihr Lieben, ich muss jetzt schnell noch Haare fertig machen, dass wir essen gehen können und freue mich aufs Wochenende und wünsche euch genauso ein schönes, entspanntes Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.